Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt. Heute geht es um die Frage, warum ich beim KKB nicht mitgemacht habe. Und ich wurde jetzt auch von KuchenTV gefragt. Ich war ja neulich in Braunschweig auf der Party. Und ich habe da eigentlich ganz einfache Antworten für. Zum einen sehe ich mich persönlich nicht als Kanalzerstörer. Also wie gesagt, ich bin ja sowieso der netteste Meinungsblogger der Welt. Und ja, irgendwie passt das nicht so zu mir, irgendwelche Kanäle jetzt zu zerstören. Für mich ist das immer sachliche Kritik und ein Mix aus News und Unterhaltung halt und nicht wirklich eine Zerstörung. Aber so sehen das auch mittlerweile die meisten Meinungsblogger von uns, dass das jetzt wirklich mehr eine Kanalzerstörung ist, die man da macht, weil man es sowieso nicht erreicht. Also in den seltensten Fällen hat das bislang dazu geführt, dass der Kanal dann in Schutt und Asche lag. Also ich glaube, der letzte, der halbwegs das geschafft hat, war KuchenTV mit Katja Krasavice. Und wir haben wohl auch bei Simon Desio bei dem Video mal das wenigstens geschafft, dass so ein paar Tage der D-Abus gemacht hat. Aber im Großen und Ganzen hat man einfach als Meinungsbürger in unserer Größenordnung zwischen 40 und 150.000, sage ich mal, jetzt nicht den Impact, um jetzt wirklich einen Kanal krass zu schaden. Sicherlich kann man solchen Kanälen wie Anonym Chris und Co., wie es ja auch zum Beispiel jetzt Firegoon geschafft hat, auch mal schaden für eine gewisse Zeit oder auch so kritisieren, dass sie wirklich Probleme bekommen für eine gewisse Zeitspanne, aber wirklich zerstören. Das Internet vergisst sehr schnell und von daher ist das dann immer relativ blödsinnig, jetzt wirklich von einer Kanalzerstörung zu sprechen. Also zum einen dieser Aspekt. Zum zweiten mache ich ja jetzt schon seit 3 Jahren YouTube und viele der Leute, die da mitmachen, machen das zum Beispiel gar nicht und haben gar keine Angriffsfläche wirklich. Was soll ich gegen jemanden machen, den ich, oder was sagen, wo man nicht irgendwie ansatzweise weiß, was der in der Vergangenheit so gemacht hat, beziehungsweise wenn der ein Video online hat. Ja, ich habe glaube ich 300 noch was Videos mittlerweile online, habe am Anfang 20 Facts gemacht oder auch mal ein Haul oder auch mal einen Zweitkanal, erzähle ich vielleicht mal was Privateres, was man dann eher irgendwie sich rausnehmen könnte und irgendwie kritisieren könnte. Von daher fand ich das so ein bisschen schwierig und unfair zum einen, aber mich hat es auch gar nicht gereizt. Also dann mache ich lieber persönlich ein Video zu einem größeren YouTuber auf meinem Hauptkanal, als jetzt bei dem KKB mitzumachen. Wo ich die Idee wirklich grandios finde. Ich finde es zum einen cool, weil er seine Reichweite halt auch dafür nutzt, um wirklich kleinere nach oben zu pushen oder denen zu helfen, wenn die wirklich was drauf haben. Ich glaube, Jasneo hatte, glaube ich, das letzte Mal auch gewonnen und wurde dadurch auch erst bekannt. Und das ist dann schon ziemlich cool, wenn dann halt so Karrieren bzw. kleinere YouTuber auch unterstützt werden. Und das ist halt auch gleich der nächste Punkt. Ich habe mittlerweile eine Größe erreicht, die jetzt nicht riesig ist, aber wo ich das eher kleineren Kanälen gönnen würde, die jetzt vielleicht 1.000 oder 500 Abos oder 10.000 Abos haben, dass die diese Reichweite nutzen. Ich hatte jetzt schon mit vielen Leuten Feature-Videos wie mit KuchenTV und Co. auf seinem Hauptkanal und hatte auch schon so gewisse Push von Julian Bam oder hatte selbst virale Videos, die halt auch Abos gebracht haben. Und von daher würde ich es dann irgendwie ein bisschen schade finden, wenn ich denen jetzt einen Platz wegnehmen würde. Dann machen auch Leute, glaube ich, also es war zumindest zu dem Zeitpunkt noch der Fall, dass Firegoon, der erst, glaube ich, mitmachen wollte, wenn ich das richtig verstanden habe. Und gegen jemanden ein Battle zu machen, mit dem man befreundet ist, reizt mich überhaupt nicht. Weiß nicht, da hätte ich irgendwie keinen Bock drauf. Und Jasneo bin ich halt auch mit befreundet. Und das wären, glaube ich, auch 2 Kandidaten, die man irgendwann auf jeden Fall gesehen hätte. Also vielleicht hätte ich die ersten Runden auch überstanden und hätte irgendwie ein bisschen gemeiner agiert oder einfach besser geschnitten oder wie auch immer, hätte es irgendwie weitergeschafft und irgendwann hätte ich dann gegen Firegoon oder Jasneo rangemusst und da hätte ich jetzt persönlich nicht so Bock drauf. Da mache ich lieber mit den beiden Videos als jetzt gegeneinander und dann zerstört man vielleicht noch die Freundschaft oder wie auch immer. Also wäre es mir persönlich nicht wert. Und ja, das sind eigentlich auch schon die Hauptpunkte, warum ich da jetzt nicht mitmachen wollte. Und wie gesagt, ich konzentriere mich dann lieber auf meinen Kanal und versuche da ja alle 1-2 Tage ein Video rauszuballern, was momentan auch nicht wirklich der Fall ist. Dann habe ich ja noch den Zweitkanal jetzt hier angefangen, wo ich auch regelmäßig Content machen möchte und meine Streams. Und ja, dann hat man auch schon gar nicht mehr so viel Zeit, weil ich mache das ja, wie ihr wisst, nicht hauptberuflich und bin noch Student. Und von daher ist das, glaube ich, blödsinnig, wenn man da jetzt noch so viel Zeit in ein Projekt reinsteckt, wo man dann irgendwie gar nicht hundertprozentig hintersteht. Wo ich die Idee, wie gesagt, grandios finde, er gibt da seine Reichweite
Reichweite an kleinere Kanäle weiter, gibt denen wirklich ein Sprungbrett. Leute wie Just Nero, ja, haben das auch genutzt für sich und sind jetzt Meinungsblogger, die auch viele kennen und auch jetzt über 40.000 Abonnenten haben. Und. Ich glaube, JF Kennedy macht, glaube ich, auch mit bei. Ich denke mal, Just Nero, JF und vielleicht einer von den kleineren könnten das dann auch unter sich ausmachen. Vielleicht ist auch eine Überraschung bei. Das fände ich halt auch mal richtig cool, wenn jemand gewinnt, der ja nicht wirklich bekannt ist. Aber ich denke, dass Just Nero das am Ende machen wird oder halt JF. Und dann hat das jemand gewonnen, wo das auch für mich vollkommen in Ordnung ist, aber wo ich dann auch sage, ja, weiß ich nicht, hätte man das vielleicht nicht lieber unter den kleineren nur machen sollen. Andererseits guckt das dann vielleicht auch keiner und man braucht dann auch ein paar größere Namen. Ähnlich wie beim JBB, da hat das ja auch vor 4 Jahren Wegen gezogen, weil die ganzen alten Recken wie SpongeBoss und Co. da mitgemacht haben und die Leute dann halt auch dadurch ja immer bekannter wurden und dann Jahr für Jahr dann mitgemacht haben. Vielleicht kommt ja auch sowas mal in Gang in den nächsten Jahren, man weiß es nicht. Ich glaube, Firegun macht jetzt doch nicht mit. JF aber und Just Nero sind da schon mal große Namen. Ich weiß nicht, wer da noch mitmacht. Ich habe zwar den Kanal abonniert, ich habe aber, glaube ich, jetzt nicht wirklich reingeguckt mehr. Ich bin ja gespannt, aber wenn dann halt Just Nero gegen JF kommt im Finale oder Halbfinale oder Viertelfinale, könnte das sehr spannend werden. Ich weiß nicht, wer, könnt ihr auch mal unten reinschreiben, wer da noch so mitmacht. Weiß ich jetzt wirklich gar nicht. Und unterm Strich, wie gesagt, finde ich das eine super geile Idee. Auch das Preisgeld ist ja auch nicht gerade knapp. Also 2000 Euro kann der Erstplatzierte gewinnen. Und das ist auch schon mal eine ganze Stange Geld. Da kann man sich dann schon mal sein Equipment für YouTube von kaufen. Einen neuen PC oder vielleicht eine neue Kamera oder vielleicht sogar beides, wenn man gut guckt. Ist auf jeden Fall drin. Und dann hat man quasi schon mal ein Startkit für YouTube. Vielleicht wäre das auch für die Zukunft vielleicht eine ganz gute Idee, wenn man sich Sponsoren noch reinsucht oder reinnimmt und dann vielleicht der Gewinner auch nochmal so ein YouTube-Starter-Kit bekommt, dass er vielleicht dann wirklich nochmal ein PC, ein gutes Mic und Schnittprogramm und was man halt alles so braucht, bekommt. Und wäre vielleicht auch noch eine Idee, wie man das optimieren könnte. Aber unterm Strich, wie gesagt, eine geile Idee. Aber da ich so oft auch in meinen Kommentaren gefragt wurde, zumindest vor ein paar Wochen noch, und halt auch von KuchenTV, den habe ich das ja auch persönlich gesagt, dachte ich, mache ich dann auch mal so ein Video und rede dann mit euch drüber. Wie gesagt, eine geile Idee von Tim bzw. KuchenTV, dass er überhaupt sowas in die Wege leitet, macht ja auch Arbeit, müsste ja nicht machen. Finde ich immer gut, dass so große YouTuber auch was so kleinere machen. Könnte ich mir später vielleicht auch vorstellen, dass man vielleicht auch so einen Talentwettbewerb macht. Wenn ich vielleicht mal die 100 oder 200.000 Abonnenten haben sollte, könnte ich mir das gut vorstellen, dass man vielleicht so Da Vinci sucht den Superstar macht oder wie auch immer, dass man da vielleicht seine Reichweite auch nutzt und vielleicht Leuten, die Musiker sind oder vielleicht auch YouTuber sind, die noch nicht so bekannt sind, denen ein Sprungbrett gibt. Finde ich auf jeden Fall sehr lobenswert. Da haben wir auch schon wieder 8 Minuten gequatscht und dann würde ich sagen, war's das für dieses Video und wir sehen uns beim nächsten. Ciao, ciao.